Hallihallo, ich freue mich sehr, dass ihr heute wieder dabei seid. Und zwar möchte ich mit euch heute eine wirklich richtig schön sommerliche Tischdeko herstellen. Und zwar muss die wirklich recht oder muss die nicht wirklich viel kosten, das wollte ich damit sagen. Also mit ganz geringem Aufwand, mit ganz wenig Materialien, wunderhübsch und auch für edle Feierlichkeiten wirklich gut angesagt. Ich habe mir ein paar Blümchen gesammelt, und zwar sind das Margariten, Bornholmer Margariten, genau, in zwei verschiedenen Farben, einmal ein bisschen lila, einmal ein bisschen heller. Dann habe ich hier mir ganz einfach ein paar Butterblümchen gesammelt, noch ein paar von meinen Bellies, kleine Petunien und oder auch große Petunien. Es blüht ja momentan alles so wunderbar vor sich her. Zupfelt einfach ein paar kleine Blüten ab. Die Pflanzen werden es euch verzeihen und ihr habt wirklich eine richtig tolle sommerliche Tischdeko. Ich habe mir jetzt hier eine große runde Schale ausgesucht. Es muss keine so große Schale sein, aber in einer runden Schale kommt das schon sehr, sehr gut zur Geltung. Aber es kann durchaus, es muss nicht durchaus eine Glasschale sein. Ich lege einfach mal los. Und zwar habe ich mir hier diese weißen Kieselsteine, die habe ich schon einmal abgespült. Dadurch, dass die neu sind, da ist immer solche Kalkschicht dran. Und ich möchte nicht, dass mein Wasser nachher von dieser Kalkschicht getrübt wird. Die lege ich mir hier hinein. Und verteile sie mir ein wenig. Jetzt habe ich hier noch solche, die werden zur Weihnachtszeit sehr gern genutzt, solche weißen kleinen Steinchen. Und auch die lege ich mir einfach nur hier mit hinein. Gar nicht so sparsam sein, ruhig ein bisschen mehr. Wenn man die Deko nachher abbaut, empfiehlt es sich, das Wasser, welches ich gleich noch einfüllen werde, mit den kleinen Steinchen, dass man die nicht einzeln rauspulen muss, einfach durch ein Sieb. Dann komme ich auch schon zu meinem Wasser. Ich habe mir hier Wasser bereitgestellt. Ich fülle mir meine Schale gut auf. Und die kleinen Steinchen legen sich noch, wenn man so ein bisschen drauf tippt. Aber es müssen sich auch nicht alle legen. Ich finde es ganz hübsch, wenn ein paar oben rumtreiben. Ich nehme mir mal noch ein ganz bisschen Wasser. Bin sofort wieder da. So, da bin ich wieder. Und fülle mir die Schale noch ein ganz klein wenig voller. So dürfte das reichen. Und ich glaube, einige von euch wissen jetzt schon, was ich vorhabe. Und zwar werde ich ganz einfach meine Blümchen in meinem Wasser versenken. Man kann die so auflegen, dass noch ein paar Blüten nach oben schauen. Man kann sie aber tatsächlich alle Blüten einmal mit Wasser in Verbindung bringen. Und dann liegen die richtig schön platt auf. Die Blümchen habe ich vorher bis fast zum Blütenanfang, wenn man das so nennen kann, also den Stiel bis fast dorthin einmal gekürzt. Und die lege ich mir hier ganz einfach hinein. Und ich finde, das gibt so ein tolles Bild ab. Die ist ein bisschen versunken. Hier ist der Stiel ein bisschen lang. Die treibt so. Na, wenn das nicht mit jeder geht, ist auch nicht weiter schlimm, dann tauscht man die einfach aus. Dann nehmen wir eben die. Da geht schon besser. Dann habe ich hier ja noch meine kleinen Petunien. Auch die lege ich mir ganz einfach mit auf. Und ich drücke die Blüten tatsächlich im Wasser an, weil ich gleich noch meine Schwimmkerzen mit eingeben werde. Und ich möchte nicht, dass eine Schwimmkerze unter die Blüte tauchen kann und somit die Blüte
anfängt zu schmoren. Und was ich auch wunderhübsch finde, diese ganz kleinen Butterblümchen mit ihrem wunderschönen gelben Auge, bringt so viel Farbe nochmal mit ins Spiel. Und das ist wirklich eine Deko, die ist wunderbar schnell ausgetauscht. Wenn ein Blümchen mal nicht mehr so schick aussieht, zupfelt man sich draußen von der Wiese ein paar Butterblümchen ab und tauscht sie einfach aus. So, nun habe ich hier, die habe ich auch schon angemacht, meine Schwimmkerzen und die lege ich einfach nur mit auf. Und ich habe auch aus dem Grund diese weißen Steine mit eingebracht, weil ich nicht möchte, dass meine Schwimmkerzen unkontrolliert im Wasser umherschwimmen können. Sind sie von diesen weißen Kieselsteinen einfach ein bisschen fixiert und können dann eben nicht unkontrolliert im Wasser umherschwimmen. Ich habe mir hier auch noch große Petunien hingelegt. Das geht tatsächlich auch wunderbar mit den großen Petunien. Wer jetzt nur zwei Blüten einbringen möchte, zwei große, wunderbar, von mir aus auch weiße Petunien, wunderschön. Dann habe ich hier noch solche Blubberbläschen. Die gibt es, das ist kein Glas, das ist Plastik. Die gibt es momentan in jedem gut sortierten Deko-Geschäft. Und wenn man da ein ganz bisschen Wasser reinlässt, dann tauchen die ein wenig unter. Und es gibt so ein schönes Bild her. Blub, blub, blub. Die saugen sich aber auch alleine mit Wasser voll. Die verteile ich mir einfach hier in meinem Glas mit ein. Und dann gibt es auch noch diese Schwimmkerzen, die war jetzt an. Es sind herkömmliche Kerzen, die einfach im weißen Plastik sind. Wer sowas jetzt nicht hat, geht auch eine herkömmliche Teelichtkerze. Ich habe mich jetzt für diese entschieden, weil man diesen weißen Plastikrand eben nicht so sieht. Und wenn man die noch mit eingibt, 2, 3, gibt das ein wunderschönes Bild ab. Und die Tischdeko ist fertig. Und wie ihr seht, das ging ruckzuck, hat mich wenig gekostet, eigentlich fast gar nichts. Bis auf die weißen Kieselsteine, sowas hat man in der Regel zu Hause. Und ja, das Einzige, was ich jetzt mir neu besorgen musste, waren tatsächlich die großen Schwimmkerzen hier. Ansonsten alles andere hat man in der Regel zu Hause. Und wie ihr seht, ist ruckizucki mit wenig Aufwand eine wunderhübsche Tischdeko fertig. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Nachmachen, ganz viel Freude damit. Ich werde sie haben. Ich werde mir die Kerzen heute Abend nochmal anzünden. Und das ist doch einfach ein Bild, das lädt ein zum ja, vor sich hin träumen. Und wie gesagt, es ist auch ganz schnell ausgetauscht. Ja, ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal ganz einfach wieder mit dabei. Ich würde mich riesig freuen. Und ja, an dieser Stelle möchte ich auch nochmal Danke sagen für die vielen tollen Abonnente, für die vielen tollen Kommentare, die mich so erreichen. Ich freue mich immer wieder von euch zu hören. Und ja, und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal ganz einfach wieder. Und bis dahin, ciao, ciao, sagt eure Deko-Jana.